Hi Jungs und Mädels, Freunde in der Nacht, schön, dass ihr wieder bei mir dabei seid zu einem neuen Erklärvideo. Ja, was hat es hier mit diesem Ding zu tun? Ja, wenn ich den mal jetzt einschalte, das habe ich jetzt irgendwo gefunden. Ja, dann fängt es so komisch zum Vibrieren an. Ja, für was, dass man das braucht? Naja, wer weiß das schon? Ja, sowas Ähnliches machen wir heute, nämlich mit unserem Instrument. Ja, nicht zittern, sondern einen Vibrato auf dem Instrument. Ja. Vibrato, wie macht man das? Also grundsätzlich gehört es zu einem wirklich schönen Stilmittel, wenn man ein gepflegtes Vibrato machen kann. Wie beim Singen auch. Ja, also die guten Sänger, die haben also auch ein sehr ausgeglichenes, ausbalanciertes Vibrato. Ja, so ein Vibrato meine ich jetzt. Wie kriegt man das hin? Indem, wie schon beim Töne aushalten, indem, dass man den Unterkiefer ganz locker lässt, mal ganz leicht nach unten fallen lässt und wieder ganz leicht nach oben zieht. Ja? Das heißt, man spielt irgendeinen Ton. Ich spiele mal den Ton A. Gerade, gerader Ton. Und dann lässt man locker und zieht ihn wieder nach oben. Versuch gleichmäßig, also nicht da, sondern da, dass es eine schöne U-Form bekommt, diese Kurve. Ja? Der Ton, wenn er gerade ausgehalten wird, geht er gerade, ein gerader Strich. Und wenn ich locker lasse, geht er nach unten wie eine Kurve und geht er wieder nach oben. Und das sollte gleichmäßig erfahren. Ja, ist eine gute Ansatzübung, allerdings muss der Ton zuerst einmal gerade ausgehalten werden, damit ich diese Stabilität hier in der Muskulatur habe. Und man darf das nicht verwechseln mit Verspannung. Ich darf also nicht zusammenbeißen hier, nein, aufmachen, gaumenweit, so wie ich das immer schon bei dem Sound gesagt habe in den früheren Videos. Aufmachen, Unterkiefer locker, oben die Zähne auf das Mundstück, ja hier, und unten nur die Unterlippe nur anlehnen. Das wäre der gerade Ton, und wenn ich unten ein bisschen nachlasse, fällt der Ton leicht nach unten. Und dann ziehe ich ihn wieder leicht nach oben. Ja, dann habe ich einen Backing Track vorbereitet, wo dieses schön vorkommt, wo dieses Vibrato schön vorkommt. Hört mal hin. Das ist also von James Last dieses Lied und heißt Games That Lovers Play. Ich spiele es euch kurz einmal an. Also, das geht folgendermaßen. Wir singen es wieder mit Notnamen. G, G, G. A, A, H, H, C, H, A, F, C, H.
Ja, ich schreibe euch den Notennamen dazu. Kleinbuchstaben ist ohne Oktavklappe, mit Großbuchstaben ist mit Oktavklappe. Dann geht's weiter, der nächste Teil. G, A, A, H, H, C, H, G, E, H, A. C, A, I, D. C ohne Oktav, das D dann schon wieder mit Oktav. G, A, A, H, A. H, H, G, C. Ja, das kommt mit Backing Track zweimal. Und dann, wie bei jedem guten Stück, geht's einen Ton höher, nämlich jetzt von C-Dur. Wir sind hier bei Altsaxophon, spielt in C-Dur. Einen ganzen Ton höher ist D-Dur und es fängt jetzt nicht mit G an, ja, so wie bei C-Dur, sondern jetzt mit einem Ton höher wie G, nämlich mit A. A, H, H, Cis, Cis, D, Cis, H, G, D, Cis. Cis greift man Leergriff hier, ja? Hier Leergriff, ja, und ohne Oktavklappen. Dann der zweite Teil. A, A, H, H, Cis, Cis, D, Cis, A, Fis, Cis, H. Also da haben wir einen Fis mit Oktavklappe. Hier ist dieses Fis. Das wäre das F. Wir spielen aber hier Fis mit Oktavklappe und alle drei Finger oben. Das ist das Fis. Dann der nächste Teil. Ni, I, I, Fis, Fis, G, Fis, D, H, Fis, I. A, H, H, Cis, H, Cis, Cis, A, D. Ja, und dann kommt der Schluss. D, I, F, I, D, A, D, D. Ja, die dann sind alle drei mit Oktavklappen verbunden. Ja, und jetzt kommt dieser Backing-Track. Den könnt ihr haben gegen einen Unkostenbeitrag. Schicke ich euch den zu als MP3. Über PayPal ist es ganz einfach. Moment, ich muss das erst vorbereiten. So, jetzt geht's los.
und so weiter und so fort. Das ist dieser Backing-Track, könnt ihr gerne haben. MP3, in meiner Kommentarbox steht alles Weitere drin. Schicke ich euch zu, geringer Unkostenbeitrag. Ja, das ist es gewesen. Schreibt es mir in die Kommentarbox rein, ob ihr damit zurechtkommt. Welche Stücke ich euch noch zeigen muss. Das war das Vibrato. Ja, sowas ähnliches wie das hier, ja. Ich wünsche euch viel Spaß, auch mit dem hier. Ich sag tschüss, servus, bis bald. Ciao.